Erde, hier. Ja, so viel Erde haben wir ja nicht mal. Kies scheitert es ein bisschen. Koppel, hole ich mir noch mal ein bisschen was raus. Und, oh, wir müssen demnächst mal unser Nebenlager und da mal Cobblestone holen. Ach du Scheiße, habe ich viele Bricks. Müssen wir unser Nebenlager und da mal dezent Cobblestone holen. Also in so einer Leuchtturm. Du warst hier, oder? NPC-Zauberstab, Mobspawner. Genau, dich brauche ich. NPC-Zauberstab brauchen wir noch nicht. Gibt's noch was? Jetzt müsste ich eigentlich jetzt nur noch an die Nebenwege und das Ding fertig machen und das Wasser halt einsetzen. Das mit Wasser können wir ja auch anfangen, bis auf unten gerade. Ich snack mir jetzt einfach mal hier aus unserem kleinen Überlauf hier. Ich finde es interessant, dass unter dem Wasser einfach Gras ist. Finde ich schon echt interessant irgendwie. Okay, das reicht derweil. Ja, und am Wasser ist einfach Gras. Das Wasser da nicht tief genug. Also hier schaut es natürlich noch ein bisschen aus, weil, naja. Ach so, ich wollte mal was ausprobieren. Habe ich hier Shader drin? Nein. Oder? Grafikeinstellungen? Nein, ich habe keine Shader drin. Okay. Ja, vielleicht setzen wir da irgendwie noch ein bisschen unten drunter, aber ich glaube, das reicht doch so, oder? Zu viel Arbeit müssen wir uns da auch nicht machen, ne? Oder ich bin da gerade einfach nur zu faul. Kann auch sein. So, was mich nervt ist, dass hier noch so viel Erde... Ach, das ist gar keine Erde, das ist dunkleres Glas. Das ist ja Sumpfgebiet hier. Aha, und hier nicht mehr. Deswegen schaut auch der Kies so anders aus. Hier ist Sumpfgebiet. Hier kein Sumpfgebiet. Sumpfgebiet. Das schlängelt sich so ein bisschen durch hier. Und daher schaut es ein bisschen komisch aus, aber naja. So, nicht. Ich wollte gerade noch sagen, nicht gegen Kaktus laufen und ich laufe voll ran. Bam, 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 bam. Machen wir mal erst einen Wassertest. Wassertest. Wie so läuft, zack, ob das so passt. So, es läuft runter. Es läuft hier nochmal runter. Es läuft hier nochmal runter. Und hier bleibt stehen. Gut. Und da ich ja die alle ganz ziemlich gespiegelt habe, haut das so hin. Zack. Zack. Probieren wir es hier drüben nochmal. Ich habe Schilder vergessen. Leck mir am Arsch. So, zack. Wie schaut's hier aus? Fließt nur bis zur Kante. Gut. Gut, dann klappt das. So. Wenn das schon mal klappt, ist super. Ja. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Wege mache, dass die vorfließen. Vielleicht immer direkt vor einer Stufe hier, so. Duck. Hier. Vor einer Stufe? Ein bisschen? Vielleicht? Falls sie runterfallen? Ja. Weil die sind ja genau 8 breit. Oder mittig in der Stufe. Mittig in der Stufe? Ich glaube mittig in der Stufe, ja. Warte mal. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 ist mittig natürlich kacke. Das klappt nicht so gut. Shit. Na doch, hier. Hier. Oder wir machen es nur eins breit. Aber dann wird es halt keine Spinnen mit ansaugen. Dann saugt's halt, dann habe ich halt das Problem, dass es echt keine Spinnen mit anzieht. Oder wirklich direkt vor einer Stufe. Oder hier. Hier bei der Stufe 1 frei. Klingt es nach einem Plan? Bei der Stufe 1 frei? Ich weiß es nicht. Bei der Stufe 1 frei? Hey, hey, hey.
Ich habe gerade echt keinen Plan. Ganz hinten will ich es nicht machen. Oder wir machen es ganz hinten, hier ganz hinten und hier wirklich vor einer Stufe. Ey, das war jetzt irgendwie blöd. Oder zwei frei und dann hier zwei. Zwei frei und dann, ja. Ach so, wir müssen ja zählen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das heißt, ich könnte maximal bis hierher. Und da die ja hier runterfallen sollen, kann ich ja gar nicht weitermachen. Und Schilder kann ich auch keine hin platzieren. Also kann ich hier nichts machen. Okay, ist nicht so schlimm. Okay, dann tun wir schon mal die ersten zwei Wassereimer hierher platzieren. So. Und das gleiche machen wir dann auch noch mit den anderen Stufen hier unten. Und zwar zwei frei und dann den Arm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Klingt doch nach einem Plan, hä? Ah, nein, 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 nein. Ich will koppeln. Ich will. Pfeil und Bogen brauchen wir gerade nicht unbedingt. Ich will hier schon Koppel haben. Wird zwar eigentlich keinen Schwanz mehr sehen, aber wenn, dann machen wir Koppel. So, ich hoffe, es ist ein bisschen effektiver dadurch, dass wir mehr Rinnen haben und mehr auf die Hauptrinnen draufgehen. Hoffe ich zumindest stark, weil wenn sie in der Hauptrinne sind, sind sie eh gefangen. Bis auf die Spinnen, glaube ich, die können dann hochklettern. Naja, sehen wir. So. Und jetzt hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das gleiche hier nochmal. Und natürlich müssen wir wieder mit Koppel auffüllen. Hier zwei Wassereimer, wenn es geht. Wenn, dann will ich schon Koppel haben. Erde schaut irgendwie blöd aus. Wenn es dann hier mittendrin irgendwo so ein Erdfleck ist, ist auch irgendwie doof. Oder? Wenn, dann machen wir es gescheit. Wenn, dann machen wir es richtig. So, tak, tak. Und Wassereimer. Ja, und dann Wassereimer. Und es fließt wunderschön nach vorne. Ja. Mob-Spawner könnte ich ja wirklich hier vorne dann her platzieren. Tak, 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 tak. Also nicht zu viele. Nicht, dass die FPS einbrechen ohne Ende. Wäre auch blöd. So, jetzt haben wir hier vorne natürlich ein Problemchen. Weil das hier länger ist. Wie viel habe ich nach hinten? Drei habe ich frei, okay. Also eins, zwei, drei. Dann mache ich hier. Damit es nach hinten den gleichen Abstand bekommt. Oder hat. Ach so. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Interessant. Ja klar, weil hier, in beide Richtungen. Da ja, der Spawner ist und da hinten ist es längs lang gezogen. Okay, wir haben auch gleich die letzten beiden Wassereimer. Also es schaut auf jeden Fall schon mal sehr aus, als ob es klappen könnte. Und wie ist es hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da müsste hier eins weitergehen. Ich könnte ja natürlich hier rein theoretisch hier auch noch so einen Weg machen nach unten, dass es hierher fließt. Hier in die Hauptrinne rein. Könnte ich auch noch machen. Ich glaube, das machen wir vielleicht sogar. Aber das muss ich mal überlegen. Wenn ich hier wieder drei freilasse nach hinten, dann habe ich hier nochmal zwei. Schauen wir mal. Es war mal zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist halt jetzt das Problem. Das ist jetzt das Problem. Ich komme nicht weiter. Weil sonst weil ich keine weiteren Stufen drin habe. So, und es wird einfach schon wieder Nacht. War ich nicht gerade pennen?
Oder baue ich so langsam? Ich war doch gerade pennen. Ich baue einfach zu langsam. So. Dann Seite könnten wir es mal nutzen, um hier. So. Jetzt haben wir hier noch eine Rinne. Hier baue ich mal einen Koppel hin. Aber nee, stopp. Da reiße ich den Koppel wieder ab, sonst komme ich nicht rauf. Fackel, Fackel, dann sehe ich das ein bisschen besser vielleicht von unten. So. Schaut ein bisschen komisch aus, oder? Ich würde halt von hier gerne noch vorlaufen lassen, das Wasser. Aber wie mache ich denn das? Höchstens mit Schilder, also direkt dahinter ein Schild platzieren. Und dann hätte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Höchstens da direkt ein Schild platzieren. Wir haben natürlich keine Schilder dabei, aber wir können uns hier ganz schnell was craften. Wir haben aber auch kein Wasser mehr. Gucke ich mir mal an, wie wir es machen. Mal schnell hier zack, zack, zack. An Holz scheitert es ja nicht unbedingt. Machen wir einfach mal ein paar Schilder. Müsste auf jeden Fall reichen. So, wir brauchen aber erstmal Wasser, um hier weiterzumachen. Oder ich mache das hier nochmal weg. Hab nochmal zwei Wassereimer. Mal kurz eine Koppel raus und hier ist Schild rein. Wenn ich jetzt hier Schild und hier Schild. Und jetzt hier. Nochmal Wasser hinsetze. Dann wird es hierher gespült. Dann könnten die aber hier gerade raushüpfen. Könnten die hier aber gerade raushüpfen. Außer ich mache da was nach oben hin. Aber wenn die jetzt hier so blub, 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 bleiben sie ja hier stehen. Dann blub, 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 blub. Müssen sie weiter in das Wasser reinlaufen. Dann müssten sie weiter in das Wasser reinlaufen. Außer ich mache jetzt hier so. So. Aber da können sie nicht raushüpfen. Oh, Quatsch. Mach hier. So. Da können sie nicht raushüpfen. Ich glaube, das machen wir auch so. Das klingt doch fast nach einem Plan, ha? Und hier lasse ich die Rinne so. Also hier spawnt auf jeden Fall schon mal wegen was. Das machen wir auch so. Okay. Ich hol mal Wasser. Hey Creeper, möchtest du mich vielleicht verfolgen? Dann könnte ich gleich mal testen. Ja, okay. Hoffentlich läufst du nicht außen rum. Au! Ey, für so einen Scheiß habe ich jetzt keine Zeit. Wassereimer. Gleich die nächstgelegene Wasserquelle nehmen. Zack, okay, er läuft gerade außen rum. Ich glaube nicht, dass er durchlaufen kann. Denke ich nicht. Okay. Hier würde ich aber das Wasser trotzdem lassen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass es zu wenig Spawning Ground dann wird. Ich habe echt gerade ein bisschen Schiss, dass es zu wenig zum Spawnen wird. Zu wenig Platz, dass sie hier irgendwo spawnen können. Da habe ich gerade ein bisschen meine Bedenken zu.